Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Informationsvideo von GamersFreak LP. Und ich habe mir einen kleinen Sprechzettel vorbereitet, BTW, einen Themenzettel. Und ich werde heute einiges ansprechen und euch über einige Dinge informieren. Nochmals, und es ist halt Neues dazugekommen. Deswegen habe ich mir gedacht, lösche über erstmal die alten Informationsvideos und mach mal gleich ein neues, wo du alles komplett drinne hast, übersichtlicher. Und ja, fangen wir auch mal mit dem ersten Punkt an. Intro. Ihr habt wahrscheinlich gerade das kleine Intro gesehen, das ich hier gezeigt habe. Und wenn ihr euch jetzt denkt, oh nee, jetzt puttet der jedes Mal ein Intro vor sein Let's Plays. Und das sage ich jetzt nur. Falsch gedacht, haha, nein, ich tue das Intro nicht vor meinen Projekten, bittet mir vor meinen Let's Plays. Und zwar ist das Intro nur dafür gedacht, wenn ich jetzt beispielsweise ein Informationsvideo oder so drehe oder in so ein Video, wo ich mein Desktop zeige, dass ich da das Intro dann abspielen lasse. Und da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, dass ihr vielleicht 10 Sekunden eures Lebens mit einem Intro verschwendet in einem Video von mir. Und ja, das ist halt so gedacht. Und okay. Okay, der nächste Punkt ist mein neuer PC. Mein neuer PC kommt im Sommer an und ich habe jetzt mal einige Projekte wieder gestartet, obwohl das gar nicht geplant war. Beispielsweise Mass Effect 1 steht jetzt auf der aktuellen Liste und demnächst wird wahrscheinlich Mass Effect 2 mal ge-LP't werden, bevor der neue PC ankommt. Da habe ich mir jetzt dabei das gedacht, im Sommer will ich ja eine Challenge starten, die ich dann nochmal erklären werde. Da habe ich keine Zeit, noch Mass Effect 1 und 2 in Ruhe zu LP'en oder an andere Projekte. Und deswegen mache ich hier erstmal den ersten und den zweiten Teil auf meinem alten PC, der ja noch halbwegs läuft. Und ja, sogar noch ruckelfrei, teilweise. Und ja, mache ich den ersten und zweiten Teil auf dem alten PC und der Rest, der wird auf dem neuen PC erledigt. Ab und zu werden dann wahrscheinlich noch ein paar Amnesia Custom Stories kommen. Ihr könnt ja mal mir einige empfehlen, BZW schicken und ich schaue mir die mal an und drehe gleich dazu ein Video. Natürlich blind. Und vielleicht gibt es da den ein oder anderen Schräger, aber ich würde mich auf Jumpscares freuen. Ich stehe darauf. Und ja, zu viel zu diesem Punkt. Kommen wir zum nächsten Punkt, zum Livestream. Der Livestream, der steht ja jetzt auf dem neuen Kanaldesign rechts bei den Links. Livestream in Klammern Start Sommer. Und habe ich mir jetzt gedacht, da du einen neuen PC hast, kannst du ja auch mal Livestreams machen. Und mache ich dann auch und dazu und halt nicht regelmäßig jetzt, sondern ich werde wahrscheinlich das so machen, am Monatsende oder so mache ich immer ein kleines Video, wo ich ankündige, beispielsweise am 10.9. ist jetzt ein Livestream von 15 bis 18 oder 19 Uhr und da werde ich halt das und das Spiel spielen und ihr könnt dann auch in die Kommentare schreiben, welches Spiel ich da mal vielleicht spielen sollte und ja, und halt ja nicht regelmäßig und okay, zu viel zu den Livestreams, kommen wir zu den Projekten, BDW zum neuen Kanal, also nicht neuen Kanal, sondern das neue Kanaldesign. Durch das neue Kanaldesign ist alles ziemlich unübersichtlich geworden. Deswegen habe ich jetzt mal, wenn ihr auf meinen Kanal geht, gleich auf der Hauptseite ist ein vorgestelltes Video und rechts ist die Beschreibung über GamersFreak LP, bla bla bla, Let's Play mit Herzchen. Und dann, wenn ihr ein bisschen runter guckt, unter Kommentar posten, da steht Gesamtüberblick Projekte. Wenn ihr da drauf drückt, kommt ihr zu meinem Playlist, zu meinen Gesamtprojekten, also Gesamtüberblick über meine Projekte. Und wenn ihr auf Kanalkommentare geht, kommt ihr halt zu den Kanalkommentaren und wenn ihr auf Livestream geht, kommt ihr auf meinen Livestream, damit ihr das nicht nochmal alles eingeben müsst. Und dann habe ich mal hier auch die Liste der Projekte aktualisiert, die demnächst kommen. Am nächsten Custom Stories, die lasse ich jetzt mal immer bei demnächst drinne, weil es ich
mache das ja jetzt immer so, beispielsweise ich LP House of Creep 1, 2 und 3. Da tue ich das bei abgeschlossenen Projekten rein, House of Creep 1, 2 und 3 und nicht als Oberbegriff am nächsten Custom Stories als abgeschlossene Projekte. Und deswegen lasse ich das jetzt einfach mal drinne am nächsten Custom Stories bei demnächst. Und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Ich werde mal vielleicht ab und zu immer mal eine Story mir aussuchen, dann dazu was drehen und dann hochladen. Und ja, Bioshock 1 und 2 habe ich mir schon besorgt. Wird wahrscheinlich auch schon vor dem Sommer losgehen. Da muss ich nochmal schauen, ob ich da schon Mass Effect 1 und 2 durch habe. Wenn da noch Zeit übrig bleibt, dann mache ich natürlich auch noch Bioshock. Call of Duty Black Ops wollte ich ja mal nachholen. Habe ich aber bis jetzt noch nicht geschafft. Obwohl, vielleicht lassen wir das auch weg. Ich werde mal schauen, wenn ich Zeit habe, dann werde ich mal dazu was machen. Wahrscheinlich auf normal, also auf Soldat oder was auch immer, zocken wir da wieder. Und ja, okay, Mass Effect 2 und 3 ist eh klar. Metro 2033 hatte ich noch eingeplant. Und dann war es das auch erstmal. Und das, was danach noch kommt, wird wahrscheinlich spontan entschieden. Und okay, kommen wir mal gleich zum nächsten Punkt. Und zwar zu meiner Challenge, die ich schon vorhin angekündigt habe. Ich werde wahrscheinlich im Sommer das so machen. Da ja zwei Megaprojekte auf meiner Liste stehen, Mass Effect 3 und Skyrim. Da werde ich wahrscheinlich bei Mass Effect 3 und Skyrim versuchen, jede Ecke zu erkunden, jeden Nebenquest zu erfüllen, den ich kann. Und ja, und ich versuche jetzt mal irgendwie für Skyrim mindestens 200 Videos zu machen und für Mass Effect 3 versuche ich wenigstens mal 150 so ungefähr zu drehen. Das wär cool, denn ich würde mich dann freuen, wenn jetzt ich beispielsweise, okay, gehen wir auf den Kanal, Videomanager, sehe ich jetzt, ja, okay, 600 Videos und davon ist die Hälfte Skyrim, da fühle ich mich dann so richtig cool. Das will ich mal machen, das ist dann bestimmt richtig geil und richtig sexy. Auf jeden Fall, das ist halt bei meiner Challenge geplant, so mega Projekte spielen und mindestens 150 Parts zu schaffen. Das ist mein Ziel. Und halt danach halt bei den Parts auch noch ordentliche Aufrufe zu farmen, was hoffentlich mal bitte kein Problem sein wird. Gut, auf jeden Fall, zu viel zur Challenge. Und kommen wir dann auch mal gleich zu Skyrim, zu Skyrim, ja genau. Da habe ich jetzt hier mal mit dem Premium Toaster mich abgesprochen, Kanal auch in der Abo-Box drinne, in der Box drinne, ihr wisst schon, haben wir uns das abgesprochen. Da weiß er, dass ich wahrscheinlich Skyrim LPen werde. Da hat er mir empfohlen. Wir spielen jetzt mal beide auf normal so. Und derjenige, der in der Skyrim-Welt zuerst stirbt, der hat die Challenge verloren. Und halt, sagen wir mal, wieder so eine kleine Wette. Um was es da geht, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich, dass ich dann ein Video mache. Jeffrey! Und so ein Zeug. Premium Toaster, komme ich auf dumme Gedanken. So, auf jeden Fall, Skyrim-Wette. Wer zuerst stirbt, der hat verloren. Und wahrscheinlich muss man da wieder was Peinliches machen. Und hier habe ich wahrscheinlich bessere Chancen als die Wette von damals. Und ja. Das war's jetzt aber eigentlich auch. Ah ne, einen Punkt habe ich noch. GamersRickHD, mein Commentary-Kanal zu MW3 und so weiter und so fort. Da habe ich ja letztens ein paar Commentaries gedreht und da sind auch ordentliche Viewer reingekommen. Aber habe ich mir gedacht, was mache ich denn überhaupt für eine Scheiße? Und ich muss wirklich sagen, also das Commentary, also das Nachkommentieren und so weiter zu Spielen, die vielleicht mal also zu einem Spiel wie MW3 und Zeug, das macht mir einfach nicht Spaß. Ich habe den Kanal erstmal auf privat gestellt, die Videos habe ich erstmal gelassen, vielleicht kommen in der Zeit noch ein paar Viewer rein, die mich gut finden, wenn ja, wenn halt so richtig viele reingekommen sind, was ich womit ich nicht rechne, dann mache ich wahrscheinlich da weiter. Und ja, der GamersRickHD-Kanal, der ist erstmal auf privat.
die Videos, die sind noch da, damit die Leute da mal ruhig reinschauen können. Und ich schaue mal ab und zu rein, ob da ein ordentlicher Kommentar drin ist. Und so weiter und so fort. Werde ich wahrscheinlich dann noch auf dem Kanal ein Video machen, dass ich erstmal aufhöre. Ja, halt so wie dazu. Und ach ja, ich habe hier noch was auf meiner Liste. Dieses Jahr sollte ja am nächsten Jahr Machine for Pigs rauskommen. Und da könnt ihr euch schon mal wieder auf ein Let's Play vorbereiten. Das wird wahrscheinlich wieder Hardcore für mich. Ahaha. Und ja, das wird halt geil. Ich sag nur, das wird geil. Ich freue mich schon wieder auf am nächsten Jahr. Und ich hoffe, da sind jetzt mehr Monster dabei. Das wäre so richtig, richtig, richtig geil. Und hat mehr Schreckensmomente. Weil ich bin ja ein kleines bisschen abgehärtet von Amnesia The Dark Descent. Ne, Descent. Oh, ich muss da gerade an jemanden denken, der die ganze Zeit sagt Amnesia The Dark Descent. So, auf jeden Fall, ja, halt zu viel zu meinem Information Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, abonniert mich doch, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ich sag jetzt nur noch bis zum nächsten Mal. Bye, bye.